Jugendlichen können sich ja mal versuchen, ne, an so ein paar technischen Details, mal was löten, mal was schrauben. Können sie ja schon mal gucken, ob der Beruf vielleicht was für sie wäre. Wir zeigen ja unseren Besuchern auch unsere Schaltanlagen. Da können sie auch mal gucken, wie so eine Anlage funktioniert. Mein Sohn ist jetzt in der 8. Klasse und da war das eine gute Idee, hierher zu kommen, dass er sich vielleicht mal ein bisschen orientieren kann. Dann mein Junge sucht eine Ausbildung in 2 Jahren. Genau, und dann wollten wir uns einfach mal informieren. Ich bin im 3. Ausbildungsjahr und gerne Elektronikerin für Betriebstechnik. Besonders gut gefällt mir auf jeden Fall die Lehrgänge hier. Das ist super, also sehr gut. Die Ausbildungssachen sind alle in Top-Zustand. Den Kunden wird heute die gesamte Palette an Elektromobilität geboten. Wir sind mit insgesamt 8 Fahrzeugen hier am Start, wo die Kunden einfach die Elektrofahrzeuge testen können, können die Sachen anfühlen und können sich mit der Elektromobilität vertraut machen. Da ich mich für Elektroauto interessiere, dachte ich, nutze die Chance mal und fährst heute mal ins Probe. Leider darf ich den nicht fahren. Es hat mich schon mal interessiert, überhaupt E-Auto zu fahren. Und das ging einigermaßen ganz gut und ich bin auch sehr zufrieden mit. Ich musste mich allerdings umstellen vom Schaltknüppel auf Automatik. Ja, die Leute können heute hier 2, 3 Sachen erleben, was mit der Photovoltaik-Technik zu tun hat. Zum einen Drohnenflüge. Drohnen setzen wir ein, um zu analysieren, ob die Module sauber funktionieren, ob Defekte vorliegen. Zum anderen können sie sich Reinigungsanlagen angucken. Ich wollte mich einfach mal ein bisschen schlau machen hier, weil ich vielleicht so eine Anlage mir aufs Dach setzen möchte. Also war für mich hochinteressant, war für mich vieles Neues dabei und ist gut, dass sowas gibt. Also man kann hier erstmal einen Sprung sozusagen in die Energiegeschichte zurückmachen, weil hier ganz viel über die historische Nutzung von Wasserkraft gezeigt wird. Aber man kann natürlich auch bis in die heutige Zeit sich das Thema hier anschauen. Und man kann sich hier eine hochmoderne Lasershow anschauen und man kann sich hier auch tolle Versuche anschauen zum Thema Hochspannung. Also man kann Blitze sehen und alles Mögliche. Wir kennen es zwar schon, aber da ja heute auch ein bisschen mehr los ist, wollten wir uns gerne nochmal anschauen, weil es immer wieder ein Besuch wert ist hier.